Die Rallye Zwickauer Land ist eine ausgesprochen kurze Rallye, eine Sprintrallye. 8 Wertungsprüfungen mit insgesamt 80 Wertungskilometern müssen die Fahrer absolvieren. Die Hälfte der Prüfungen heute sind bereits absolviert. Wir haben uns jetzt mal auf den Serviceplatz begeben und wollen die Fahrer im Fahrerlager befragen, wie denn die erste Hälfte des Tages aus ihrer Sicht gelaufen ist. Ja. Olaf, auf der ersten WP gab es einen kleinen Dreher. Insgesamt Resümee für die erste Hälfte des Tages? Ja, okay. Wir haben versucht, zügig zu fahren mit den Umständen. Ich bin erkältet wie verrückt, ich muss da nicht im Bett liegen. Aber ich denke mal, die Zeiten passen, wenn wir jetzt mit dem Anton ungefähr gleich aufliegen. Ich weiß nicht, wie viel der Mike jetzt durch deinen Blattfuß verloren hat. Aber ich denke mal, für die erste Schleife ist okay. Und jetzt müssen wir halt in der zweiten Schleife sehen, dass wir nach Möglichkeit ganz vorne bleiben. Ja, okay. Danke.
Anton, die Spitze in der Meisterschaft, die fightet dicht an dicht. Kurzes Resümee von der ersten Hälfte des Tages, wie lief's? Ja, fast wie erwartet. Also es bleibt spannend und wir müssen schauen, dass wir eben nach vorne kommen und ein bisschen Abstand gewinnen. Aber es wird nicht einfach sein in der zweiten Runde jetzt. Okay, gibt es ein Patentrezept für die zweite Runde? Ja, rechts Gas geben. Mike, die Saison, die war durchwachsen. Das Auto läuft jetzt seit einigen Rallyes. Wie ist so das Resümee für die erste Halbzeit heute? Läuft das Auto? Das Auto läuft gut, aber wir haben leider zwei Blattfüße. Die erste Prüfung hatten wir uns wahrscheinlich was eingefahren, sind mit einem schleichenden Blattfuß im Meterwerk losgefahren. In allen Rechtskurven stand das Auto quer. Und jetzt mussten wir schon mit einem Platten die lange Prüfung fahren und haben dort 1,40 auf der Bestzeit verloren. Also wir sind die Hälfte der Prüfung auf der Felge gefahren. Ruben, erste WP-Bestzeit gefahren. Wie fühlt sich das an? Das war eigentlich ein bisschen peinlich, weil ich vorher über die Prüfung so gelästert habe. Ich habe gesagt, das ist nichts für mein Auto und das mag ich nicht und so weiter. Und das ist so eine Klamotte. Und jetzt bin ich Bestzeit gefahren. Jetzt ist eine tolle Prüfung. Wie lief ansonsten die erste Halbzeit? Gut, ohne Probleme. Alles. Ja, ich hätte mir eigentlich gar nicht gedacht, dass wir teilweise so gute Zeiten fahren können. Also alles problemlos momentan. Benjamin, die erste Halbzeit habt ihr gepackt. Kurzes Resümee, wie lief's? Wir haben viele Probleme. Gleich auf der ersten Prüfung, ca. dritte, vierte Kurve, einen Plattfuß geholt. Die ganze Prüfung mit dem Plattfuß gefahren. Mussten dann uns arg beeilen, dass wir zum Stadtrundkurs kommen. Haben es gerade so geschafft. Sind dort relativ gut gefahren. Ich glaube, 8. Gesamtzeit oder so ist in Ordnung. Die darauffolgende Prüfung hatten wir wieder Probleme. Es war ja ein Rundkurs und sind vor einem Schotterstück aufgelaufen. Mussten eine dreiviertel Runde ungefähr hinter jemand herfahren, der bedeutend langsamer war und uns dadurch bestimmt 10 bis 15 Sekunden gekostet hat. Die Hälfte der Wertungsprüfungen sind absolviert und im Ergebnis liegt Werner vor Doberkau und Zeltner. Es verspricht, spannend zu bleiben und möglicherweise fällt die Entscheidung ja heute erst auf der allerletzten Wertungsprüfung. Mm-hmm.